Willkommen zurück zu Conan Exiles Savage Wilds. So, wie in der letzten Folge gesagt, werde ich jetzt nochmal schnell rüber zu dem Teufelboss, um zu schauen. Also ich hoffe halt, dass der andere Typ da nochmal wieder da ist. Ich will gucken, ob es noch irgendwie einen anderen coolen Loot gibt. Ich hoffe, er ist wieder respawned. Mal gucken. Oder ich muss ganz aus dem Spiel raus. Das weiß ich jetzt halt nicht so genau. Das müssen wir jetzt mal kurz ergründen. Ich weiß auch nicht, in welchen Abständen die Bosse respawnen. Nichts Genaues weiß man. So, ich muss auf jeden Fall hier hin. Hier hin. Er ist wieder da. Okay, dann holen wir uns den nochmal. Leute, seid ihr alle da? Go. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Also wenn es schon für letzte Folge Kommentare gab, die werde ich jetzt noch nicht kennen, weil ich ja in einer Aufnahmesession bin. Oh, leider nichts. Oh, schade. Oh, schade. Och, Menno. Naja, hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. So, hier war jetzt aber nichts. Irgendwas, was ich lernen könnte, oder? Ja, genau. Hangel dich in der Luft. Das ist immer sehr gut. Bitte. Danke. Hab ich hier irgendwas übersehen? Aber hier kann ich auch nichts lernen. Komm, dann gehen wir nochmal darüber fix. Bevor es dunkel wird. Da war auch noch einer. Los! Nein! Was ist denn mit euch? Leute! Bitte! Brauch gleich eine Fackel. Vielleicht hat der ja jetzt eine Waffe. Okay. Nö, nix Dickes, ne? Ja, schade. Ist denn hier irgendwas? Hm. Gut, Leute, wir müssen raus hier. Ich könnte auch den jetzt hier nochmal nehmen. Den anderen Boss. Das ist Mist. Wir müssen mal ganz kurz hier warten. Wir müssen mal ganz kurz hier warten. Geht nicht anders. Moment. Wo war denn der? Hier war das. Ich guck mal, ob der auch nochmal wieder da ist. Dann nehmen wir den auch nochmal mit. Es wäre nur irgendwie cooler, wenn es nicht so dunkel wäre. Da ist er. Leute, seid ihr bereit? Moment. Spannungsbogen, ja? Nennt man das, glaube ich. Spannungsbogen. So. Los jetzt. Haben wir auch wieder eine Truhe? Ich hoffe.
Schon fertig? Oh mein Gott, es ist mir so einfach mit euch. So. Warte, ich will eigentlich Licht machen und, genau. Jetzt habe ich nochmal so ein Herz. Geißel der Menschheit, Waffen. Geißel der Menschheit? Geißel der Menschheit. Moment, Leute. Jetzt gucken wir mal. Aber wahrscheinlich habe ich das wieder in meinem Inventar, ne? Geißel? Wo soll denn das sein? Hä? Geißel der Menschheit, Waffen. Ah, here we go. Alles klar. Okay, verbesserte Werkbank eines Schmieds. Müssen wir bauen. Terlitz Jammer ist ein uraltes Schwert, verflucht und... Was, wie viel hatten das eigentlich? 54 Gesundheit. Ah, geilo. Und hier ist... Das ist zwei Hand wahrscheinlich, ne? Und hier haben wir eine Hand. Terlitz Leid und Terlitz Jammer. In der Werkbank, alles klar, okay, gefunden. Oh Gott sei Dank, endlich. Ich bin sehr froh, wir haben es hingekriegt. Danke trotzdem für die Kommentare, die werden garantiert da sein, hoffe ich zumindest. So, let's go. Leute, wir müssen zurück, wir müssen nach Hause, jetzt sofort. Wir müssen sofort nach Hause. Wo seid ihr alle? Nichtsdestotrotz habe ich ja noch diese andere epische Waffe, die würde ich auch gerne testen wollen, mit dem 70er Schaden. Auf jeden Fall muss ich die auch haben. Die haben wir ja schon zu Hause, die müssen wir nur mit irgendwas versehen. So, let's go. Yeah, ab nach Hause, Basis, ja, go. Cool, also Terlitz Leid finden wir in der verbesserten Schmiede. That means, wir müssen die verbesserte Schmiede bauen, dann können wir ja die alte Schmiede abbauen, ne? Ich mache jetzt erstmal, pfeife ich hier alles ab, das geht mir voll auf den Brenner, so. Stop, follow all. Bleibt jetzt alle hier stehen und gebt mir nicht auf den Brenner. So. Okay, nice. Betanze mich. So, was haben wir denn alles? Lass mal gucken. Das packen wir erstmal rüber. Hier haben wir noch eine sehr, sehr coole, legendäre Waffe gefunden. Dieses Ding würde ich gerne mal testen. Die Sense von Tag. Ich glaube, die ist sehr, sehr cool. Die muss bitte hier bleiben. Aber die müssen wir ja mit einem legendären... Warte mal. Waffenreparaturkit. Beziehungsweise... Was brauchen wir denn dafür? Für die Waffen? Da gab es doch unten... Waffenschmied. Was ist das denn hier? The Riven Heart. Ich lerne mal. Ach, hier unten. Geißel der Menschheit. Bezwinger des Königs der Tiefe. Hier haben wir doch auch noch coole Sachen. Oh, nice. Oh, ja. Okay, und wir brauchen Waffenschmiedmeister. Und ich brauche denn irgendwie... Was soll ich denn dafür jetzt nehmen? Verbesserter Waffenschaden-Kit, ne? Nehme ich dafür. Verbessertes Waffenschaden-Kit... Oder Verstärkung, Haltbarkeit von Waffenrüstung. Nee, eher das hier, Waffenschadenkit, würde ich sagen. Ich mache bestimmt wieder irgendwas falsch, oder? Also verbessertes Waffenschadenkit. Waffenreparatur. Verbessertes. Waffenschaden-Kit. Mach ich mal einmal. Ich habe irgendwie Angst, dass ich gerade was verkehrt mache, wenn ich ehrlich bin.
Aber ich werde das jetzt mal machen. Dann bauen wir uns noch einen richtig schönen Schild. Aber ich will auch Tillits Klinge haben. Dafür brauchen wir erstmal noch die richtige Schmiede, die neue. Das da. So, das nehme ich mal kurz mit. Und dann gibst du mir bitte nochmal... Kann ich auch gleich hier machen, glaube ich, ne? So. 78er Waffenschaden. Wie geil. Okay. Haltbarkeit ist natürlich auch mega nice. Muss mal kurz was gucken. Oh, nee, ist Zweihand. Leute, ist Zweihand. Oh, nice. Okay, wir brauchen keinen... Ja, das nehmen wir natürlich jetzt einmal mit, ne? Das sieht ja auch krass aus, das Teil. Boah, Hilfe. Okay. Ja. Also, ja. Ich glaube, ich brauche gar keine andere Waffe. Na, mal gucken. Schmiede. Wir haben ja jetzt hier die Werkbank eines Schmieds und wir brauchen aber die verbesserte Schmiede. Verbesserte Werkbank eines Schmieds. Diese hier. So, da würde ich mal alles nehmen und einmal herstellen. Und die hier nehmen wir dann weg. Das heißt, ich nehme den einmal raus. Das nehme ich alles raus. Muss ich sehr aufpassen. Und dann nehme ich das hier hoch. Und nehme... Wo ist sie denn jetzt? Hallo? Werkbank, verbesserte Werkbank. So, mal gucken, ob die reinpasst. Ja, ne? So irgendwie. Würde ich sagen. Dann kannst du da wieder hin. Okay, nice. Okay, ja, jetzt haben wir hier Dinge. Ich pack das hier alles wieder rüber. Hier den geilen Röhrenknochenbogen. Den müssen wir eigentlich Klaus-Dieter geben, ne? Auch der benötigt... Der ist ja auch legendär. Der benötigt, glaube ich, auch nochmal eine Runde. Wenn ich aber Klaus-Dieter verliere, verliere ich alles, ne? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Dann machen wir für den auch noch einen Waffendingsbums obendrauf. Verstärkungskit meine ich. So, du hast ja jetzt den uralten Bogen. Ja, der ist doch für Elefants. Der ist doch für Elefants. Okay, warte. Dann mache ich noch so ein Waffenverstärkungskit. Verbessertes. Oh no. Oh no. Ach so, wir brauchen hier gehärteten Stahl. Und für gehärteten Stahl brauchen wir, glaube ich, schwarzes Eis oder irgendwie sowas. Mist. Ach, siehst du, da wollte ich doch noch gucken. Das ist doch nochmal eine Idee, die ich jetzt gerade habe. Wir werden gleich nochmal rüberporten, wieder zu dem Teufeltypen. Gehärteter Stahlhammer. Hochwertig. Die nehme ich auseinander. Hardened Steel Busted Sword. Die Dinger nehme ich auseinander. Dann kann ich vielleicht noch ein Verstärkungskit machen. Was ist das hier alles? Hexenfeuerpulver? Okay. Es sind interessante Dinge. Hier. Herz des Sippengeißel. Der Sippengeißel. Okay, ich pack einfach weg. Erstmal. Überall. Ist hier noch irgendwas? Ja, okay, die muss ich wieder mitnehmen. So. Wir haben hier... Was ist das hier? Ich habe hier noch irgendwie... Das da. Kari-Stahl. Das ist auch neu. So. Wir müssen da mal zurück, weil wir hatten doch da unten schwarze Sachen gesehen. So eine schwarzen Steine. Das interessiert mich jetzt immens. Möchte gerne wissen, was es damit auf sich hat, was das ist, ob das schwarzes Eis ist. Ich glaube nicht, dass es schwarzes Eis ist, denn wir sind ja noch nicht im Schneegebiet.
Aber irgendwas anderes. Oder wahrscheinlich ist es einfach nur Obsidian. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht genau. Genau, das noch rüber. So, die Werkbank werde ich auseinandernehmen. Moment. Kann ich doch bestimmt auseinandernehmen. Ja. Das Ding nehme ich raus. Okay, guck mal, wir haben gehärteten Stahl. Dann können wir doch den Bogen schon mal machen. Das machen wir auch. Das Zeug packe ich mal rüber in die Alchemistenbank. Das kann auch da rein. Okay. So, pass auf. Gehärteter Stahl. Dann machen wir jetzt doch einmal verbessertes Dingens. Waffenschaden-Kit erstellen. Für den Bogen, den kriegt dann Klaus Dieter. Den kriegt Klaus Dieter. Den lassen wir noch hier, die brüchige Klinge. So, dann machen wir hier das noch rein. Zack. Hier die Farbe und der ganze Kram muss hier noch mit rein. So, und diese Sachen mache ich jetzt hier rein. Seide mache ich hier rein. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es einfach hier rein. So, oben haben wir noch die Kohle. Konens atlantisches Schwert kann weg. Hier haben wir noch ein... Achso, das hier machen wir noch... Die Herzen machen wir noch hier hin. Hä, warte mal, irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Moment. Wo? Hatte ich nicht... Ach doch, hier das. Und das, genau. Tränen zweier Völker. So. Geht gleich weiter, Leute. Ich bin gleich durch. Dann haben wir noch das. Wasser, ein bisschen Fleisch nehme ich noch mit. Schwert kommen weg. Pfeile kommen weg. Oder... Nee, war das Schwert erst weg? Mache ich hier rein. So. Klaus Dieter. Du bekommst diesen Bogen. Und dann machen wir den uralten Bogen weg. Warte mal, kann ich hier noch Pfeile geben? Was ist denn das hier? Rasiermesserpfeil, Eisenkopfpfeil, Feuerstein, Eisenkopf, Knochen. Ja, passt. So. Bisschen getrocknetes Fleisch wäre noch nice. Wo haben wir das denn? Da. Okay. Sehr schön. So, dann... Das Ding da noch rein und das da noch rein. Guck mal, und zack, haben wir wieder Seide. Hier rein. Und Seide da rein. Gut, ich glaube, wir haben es jetzt. Fackeln haben wir noch am Start. So, dann sammle ich mal meine Leute wieder ein. Und dann porten wir noch mal kurz rüber, weil ich würde gerne wissen... Ah nee, warte mal. Stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp. Ich wollte doch noch gucken nach... Also warte mal. Erstmal haben wir hier unsere Altarium-Axt-Geschichte. Ich würde gerne wissen... Um wie viel besser die sind. Gesundheitsschaden 8. Bringen die irgendwas? Ist das sinnvoll, das zu bauen? Oder ist das alles Quatsch? Ich möchte auf jeden Fall ganz kurz nochmal das Teil hier heile machen.
Wo ist ein Stahl? Ja. Mehr Leder. Ach, jetzt komm schon. So. Sternmetall wäre es eher, ne? Sternmetall wäre halt super gut. Was haben wir noch hier? Das hier. Wo sind denn die? 48? Kann man das irgendwie filtern nach... Ach ja, warte mal, wir können das hier... Ich finde leider die anderen Waffen nicht. Wo sind die jetzt? Ich bin doch hier richtig, oder nicht? Telizjammer, genau. Telizjammer. Telizleit. Telizleit wäre ja dann entsprechend das... Oh, da brauchen wir schwarzes Eis. Ach, hier! Ah, okay. Dafür brauchen wir das Herz. Das heißt, ich kann beides bauen. The Riven Heart. Spannend. Sternmetall, ja. Mhm. Also das Ding könnte ich jetzt bauen, aber wir haben kein schwarzes Eis. Okay, alles klar. Gut, dann wissen wir erstmal Bescheid. Also ich packe das wieder raus. Dann kann man besser sortieren später. So. Okay, wir haben ja jetzt unsere andere epische Waffe hier. Dieses Gerät, das ist ja auch mega, mega krass. Wir haben genug zu essen am Start. Und ich werde alle nochmal wieder auf Follow nehmen. Let's go. Let's go. So. Klaus Dieter, du gehst da. So. Wir porten uns einmal Richtung Teufelboss. Mal gucken, wie die Waffe ist. Ich bin mega gespannt. Lasst mich das machen, Leute. Lasst mich vorpreschen. Ich gehe als erstes. Wow. Ha, herrlich. Was war das? Moment. Stahlreparatur haben wir. Oh, cool. Oder? Ist ganz gut, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Na? Geil. Sehr schön. Sehr, sehr schöne Waffe. Wie ich finde. So, wir nehmen den nochmal mit. Nur so, weil wir es können. Leute? Ich kümmere mich um die anderen. Wenn welche kommen. Warum ist eigentlich Klaus Dieter immer mit dem Schwert am Start? Klaus Dieter braucht auch eine andere Waffe. Eine andere Zweihandwaffe. Machen wir ihm diesen Telizjammer oder so. Hallo? Hallo? Was ist denn mit dir? Der war ja aber extrem aggressiv gerade. So, warte. Was haben wir hier gelootet? Was ist das? Scrolled Note. Ja. Toll. Weiß ich auch immer noch nicht, was man damit machen soll. Okay, Leute. Ich will mal gucken, was es hier unten auf sich hat mit diesen... Hier können wir auch runtergehen, ne? Dann gehen wir hier mal runter. Also, irgendwie... sind die jetzt noch mehr aggro als vorher. So. Lasst uns schauen. Was ist das denn? Was war? Okay. Warte.
Leute, könnt ihr mal ganz kurz... Shagi-Larve? Ich habe schwarzes Eis. Ist es wirklich schwarzes Eis, oder was? Das ist ja cool. Wo hab ich denn das? Ach, hier vorne, da war das. Da müssen wir hin. Wenn das schwarzes Eis ist, Leute, müssen wir hier auch noch einen Obelisken hinmachen. Obwohl eigentlich... Eigentlich geht es ja, ne? Oh. Nice! Das heißt, wir können das Schwert bauen. Das kriegt denn Klaus Dieter. Die haben halt auch Dämonenblut. Das ist auch sehr, sehr cool. Ist jetzt nicht die Welt, aber sie haben Dämonenblut. Achso, warte mal. Ich versuche mal mit der Spitzhacke nochmal, ob da noch mehr Dämonenblut rauskommt. Ich habe Shagi-Larven. Kann ich die... Was mache ich mit denen? Die Larven von Shagai schrecken die zu Begleitern heranwachsen, wenn sie in einem Bienenstock mit ausreichend Honig kultiviert werden. Oh. What? Okay. In einem Bienenstock? Interessant, Leute. Das müssen wir machen. Oh, fuck. Okay, wie soll ich da zum schwarzen Eis kommen? Wie soll das funktionieren? Kann man nicht abbauen. Warte kurz, ich muss hier raus. Schwierig, wie machen wir denn das? Ich habe halt, ich glaube halt, dass man vielleicht die kleinen abbauen kann, wisst ihr? Ich muss da rüber, da sieht es, glaube ich, ganz safe aus, ne? Da vorne. Okay, warte. Au. Schwierig. Also ich will nur gucken, ob man die abbauen kann. Das wäre halt ganz... Ich meine, das ist aber kein schwarzes Eis, ne? Oh, fuck. Oh, fuck. Warte. Schwefel. Das ist einfach nur Schwefel. Oh no, ich muss hier weg. Fuck. Fuck. Oh nein, das auch noch.
Okay, ich nehme mal ein Getränk. Also auf jeden Fall könnte ich jetzt, glaube ich, schon mit dem schwarzen Eis hier dieses Schwert bauen. Das machen wir auch. Das ist doch hier nur Metall, ne? Also Eisen, genau. Ja, schade. Schade, schade. So, was, da war irgendwas Interessantes. Waren nur Pfeile, ne? Okay. Komm, dann nehmen wir den auch noch mal wieder mit und dann ist gut. Sehr schön. Leider gibt es keine. Wow. Was war das denn gerade? Wird der schwerer? Hä, was war das denn gerade? What? So, wir brauchen ja mehr von diesen Herzen, damit wir die Waffen bauen können, ne? So, das hatten wir ja alles schon. Oder gibt es da noch was Neues? Nein. Hier wieder Goldlotus, alles klar. Okay, das war's, Leute. Go. Lasst uns zurück. Ich werde, oder wir werden jetzt nochmal komplett rüber zu dem Reisestein gehen, würde ich sagen. Was macht man denn mit diesem Gift hier unten? Da gibt es doch bestimmt auch irgendetwas. Da gibt es doch auch bestimmt irgendwas von Ratiopharm gegen, oder? Könnte ich mir vorstellen. So, was essen? Müssen wir irgendwas zwangsläufig nach Hause bringen oder ist das okay? Ich würde sonst gerne noch mal kurz nach Hause und für Klaus Dieter dieses Schwert basteln. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Würde ich gerne machen. Und zwar Telids Leid, ne? Waffengriff? Wo kriege ich denn Waffengriff her? Also Telids Leid. Ah, der braucht halt, glaube ich, noch ein Telids Jammer oder Telids Leid? So, Waffengriff. Wo kriege ich denn einen Waffengriff her? Hier nicht. Hier. Werkbank eines Zimmermanns. Werkbank eines Zimmer. Habe ich noch keinen Zimmermann? Noch drüben, ne? Nicht dahin. Ach Mann. Zimmermann. Waffengriff. Waffengriff. Herstellen. Vielleicht können wir gleich beide Waffen machen. So. So, okay. Das da. Telids Leid.
brauche ich einmal. Und dann will ich noch... Habe ich wieder keine gehärteten Stahlbarren, ne? Mist. Ja, denn nicht. Also machen wir jetzt nur Telits Light, ne? Aber da brauchen wir, glaube ich, noch ein... das ist, glaube ich, nur ein Einhänder. Ich probiere den gleich mal aus. Wo ist denn der jetzt? Hallo? Habe ich den bei mir jetzt? Habe ich das abgebrochen? Bin ich blind? Ja, ich habe es abgebrochen, ne? Guck mal hier. Oder nehmen wir doch den Telitz-Jammer. Komm. Bau das. Und dann brauchen wir hier noch ein Waffenschaden-Kit. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, dann geht das gar nicht anders, weil wir halt noch kein schwarzes Eis haben. Für gehärteten Stahl. So. Oh mein Gott, habe ich überzogen. Ach du Scheiße, habe ich überzogen. Oh mein Gott. Okay, alles klar, lieben, ihr Lieben. Wir machen morgen weiter an der Stelle. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao.